gar nicht so leicht, alles auf einmal im Blick zu behalten. Die Beine, das Seil, den Boden. Die Viertklässler der Lindenschule in Heinebach lernten in einer Doppelstunde, wie man springen muss, damit sich die Beine nicht im Seil verheddern. Katharina Schwarz kam im Auftrag der Deutschen Herzstiftung in die Turnhalle der Schule. Die Stiftung hatte es sich zum Ziel gesetzt, Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren. Viele Kinder kämen ihrem natürlichen Bewegungsdrang gar nicht mehr nach, so Katharina Schwarz. Nach dem Basissprung allein oder in der Gruppe über ein Seil zeigte Schwarz den Kindern auch schwierigere Übungen, zum Beispiel diesen Sprung über zwei gleichzeitig schwingende Seile. Lehrerin Carmen Strack freute sich. Die Kinder würden etwas für ihre Fitness tun, ohne es überhaupt zu merken.